Und hier ist der Mann, der mit richtigem Namen Karl Zwetschke heißt. Und das ist kaum zu glauben. Hier ist Kai Pflaume. Guten Abend. Herzlich willkommen. Danke, dass Sie wieder eingeschaltet haben zu einer neuen Ausgabe. Kaum zu glauben, meine Damen und Herren. Wir heißen Sie alle herzlich willkommen. Wir lassen gerne diese Woche mit Ihnen ausklingen. Und ich tue das ja am liebsten mit diesen vier wunderbaren Kolleginnen und Kollegen. Meine Damen und Herren, Bernhard Hoeker! Guten Abend! Hubertus Meyer-Burkhardt! Stefanie Stumpf! Und Jörg Pilawan. Guten Abend. Ja. So, ihr seid bereit? Hochmotiviert. Ihr seid ratewillig. Ja. Ratewillig. Wir freuen uns gemeinsam auf unseren ersten Gast. Ja, hier ist Günther Zink. Mhm. Herzlich willkommen. Mhm. Lieber Günther. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute bei uns sind, denn Sie haben eine wunderbare Geschichte und die wollen wir unserem Publikum und natürlich auch Ihnen hier im Studio nicht vorenthalten. Ja, hier kommt sie, die Geschichte von Günther. Er hat nichts erfunden. Komm. Ist kaum zu glauben. Mensch, Günther, du Armer. Günther aus Esdorf in Niedersachsen. Und ihr habt ja gehört, das Publikum hier im Studio hatte schon mal Spaß. Ja. Ob dem, was Sie da gerade erfahren haben, mal schauen, ob ihr Günther auf die Schliche kommt. Bernhard Hoeker wird beginnen. Auch heute hat wieder jeder von euch 45 Sekunden Zeit, seine Fragen zu stellen, die Günther und alle anderen Gäste nur mit Ja oder Nein beantworten werden. Und der Ratehinweis, lieber Bernhard, lautet: All you need is a Glückssträhne. Viel Spaß beim Raten. Hier sind deine Fragen. Hier sind deine 45 Sekunden. Hallo Günther, suchen wir ein Ereignis? Ja. Ja. Hat das mit deinem Beruf zu tun? Ja. Ist das dein Beruf? Ist das ein Handwerk? Man könnte sagen, ja. Aber eher nicht. Also in dem Zusammenhang so ein bisschen. Ne? Hm? Ich bin Proletarier. Ich arbeite mit dem Finger. Ja. Gut. Kann nicht. Da. Weiter. Ja, mach ja, ja. Weiter. Ja, ich mach schon weiter. Ja. Also, das Ereignis. Ist es draußen passiert? Ja. Hast du dabei jemanden getroffen? Ja. Eine Frau? Nein. Der Begriff Glückssträhne, hat es mit Haaren zu tun? Also du hast besondere Haare gefunden oder bekommen. Es hat mit besonderen Haaren. Ja, suchen wir die Person, der diese Haare gehören. Ja, auch. Eine prominente Person, deren Haare du hast. Ja. Also, so, bitte, jetzt seid ihr dran. So, die ersten, guck mal, gar nicht so. 200 Euro. Und Hubertus Meyer-Burkhardt ist am dransten. Es geht um die Beatles. Der kennt mich. Nee, mach ruhig mal ein Ja. Ja oder nein? Ja. Sie haben die Beatles getroffen? Ja. Sie haben eine Haarsträhne eines der Beatles in Ihrer Sammlung? Nein. Sie haben von allen vier Beatles eine Haarsträhne in Ihrer nein. Sammlung? Sie haben gar keine Haarsträhne in Ihrer Sammlung? Nein. Aber Sie haben die Beatles getroffen. Sind Sie Fotograf? Haben Sie ein Foto der Beatles, was besonders selten ist? Nein. Nicht selten. Also immer nur Ja. Haben Sie, hat das einen Wert, einen materiellen Wert, was Sie von den Beatles haben? Ja. Wenn man das verkaufen würde, wäre es teuer. Ja. Ja. So, der Hubertus auch schon mal überstanden. Ne? War so ein bisschen seine Sorge. Ich dachte, oh, der Meyer-Burkhardt, der könnte mich kennen. Ja, ich bin alter Rock'n'Roller. Ja, ja. Und Stefanie ist dran. Haben Sie ein Foto gemacht, wo den Beatles dieser berühmte Pilzschnitt verpasst wurde? Ja. Aber darum geht's nicht. Ach ja. So. Haben Sie die Haare aufgelesen? Ja. Und haben Sie etwas mit den Haaren gemacht? Ja. Aber was? Sind das noch Haare oder haben Sie jetzt eine andere Substanz?
Was willst du denn daraus? Naja, man kann da irgendwas lange draus her machen aus Haaren. Ja. Ja. Lange her. Ja. Sind bestimmte Haare. Okay, was soll man denn? Ja, haben Sie die versteigert, die Haare? Nein, ich nicht. Haben Sie die irgendwo an ein Museum gespendet? Nein. Verkauft? Ja. Und sind damit reich geworden? Nein. Sie haben die Haare verkauft. An wen? So, wir sind bei 600 Euro. Und ja, bevor Jörg anfängt, ich muss das so ein bisschen mal zusammenfassen. Also ja, wir sind schon auf einem sehr, sehr guten Weg. Ja, aber es fehlt noch die konkrete Lösung. Ja. Ja, was ist da passiert? Gut, also das war, als die Beatles in Hamburg waren. Nein. Nein. Also, dann haben Sie die Beatles in England getroffen. Ja, auch. Ja, gut. Und Sie haben die Beatles dabei fotografiert, als denen die Haare geschnitten wurden? Nein, nicht die Beatles. Nicht die Beatles? Nicht zu viel verraten. Einen Beatle. Im eigenen Interesse. Nein. Sie haben einen der Beatles fotografiert, als dem die Haare geschnitten wurden? Ja. Gut. Und dann haben Sie die Haare hinterher mitgenommen? Ja. Gut. Und jetzt muss ich rausfinden, an wen Sie, was Sie mit den Haaren gemacht haben. Ja. Und haben Sie 10 Sekunden. Zehn Sekunden, acht noch, das reicht ja. Locker nach die Namen, schnell durch. Weißt du, da reicht eine Sekunde. Nach die Namen, nacheinander. Ringo Starr. Nein. Du hast jetzt nicht... Doch. Dann ist es John Paul McCartney. Paul McCartney, Ringo, John Lennon. Das so, jetzt doch dürft ihr euch ja noch George mal beraten. Harrison. George Harrison. So, jetzt kann und jeder darf noch einen Tipp nennen. Abgeben. Genau. Er hat die Haare von... Das ist nee, die hat er ja verkauft. Ach, hat die er verkauft. So. Warum verkauft? Ja. Er ist der Erfinder des Haarsprays. Also, ich glaube, Sie haben die Haare, also von einem der... was hattest du gesagt? Du hattest... Ringo Starr. Dann nehme ich jetzt John Lennon. Von John Lennon aufgeklaubt. Ja. Gesammelt. Ja. Und daraus... Eine Spinnwebe. ...etwas gemacht. Eine Perücke. Oder ein Kunstwerk. Also Sie haben die Haare von John Lennon verkauft. Ja. Ja. Was konnte er sich daraufhin leisten? Ein VW Käfer. Eine BMW V8 Super. Warum? Ein Auto konnte er sich davon kaufen. Das ist richtig. BMW V8 Super. Mit dem Modell noch geiler. Ja. Was für eine Geschichte, die Günther Zink da erlebt hat. Lass uns Fotos machen. Er ist ein Urgestein auf dem Hamburger Kiez. Und wenn er mal nicht auf den Auslöser drückt, dealt er schon mal mit Locken von Prominenten. Fotograf und Chronist Günther Zink. 1966 verkaufte ich Haare von John Lennon an die Bravo und leistete mir davon ein Auto. Zint ist damals Fotograf im Hamburger Starclub und lernt dort auch die Beatles kennen. Als John Lennon 1966 eine Filmrolle in Wie ich den Krieg gewann bekommt, muss er für seine Darstellung Haare lassen. Zint ist als Setfotograf vor Ort und kommt auf eine irre Idee. Ich habe die Haare aufgesammelt und von dem Maskenbildner mir die Schere geben lassen. Und John sollte mir bescheinigen, dass das seine Haare sind. Und da hat er gesagt, was willst du mit meinen Haaren? Das fand er als ein bisschen abstrus. Wo ich ihm sagte, ich brauche ein neues Auto. Da sagt er, you won't get a car from my hair. Damit liegt Lennon aber falsch. Zint verkauft Locke und Schere für 5000 D-Mark an die Jugendzeitschrift und leistet sich einen BMW V8. Mit den Jahren bekommt er weitere Stars vor die Linse. Jim Morrison, Jimi Hendrix und viele mehr. 1991 gründet er das St. Pauli Museum, um seine Bildgeschichten für alle zugänglich zu machen. Also Fotografie ist mein Leben. Hört sich immer so pathetisch an, aber ist nur wirklich so, ich bin bekennender Voyeur und bekennender Bilderdieb. Ich klaue meine Fotos am Wegesrand, wo immer ich sie finde. Günther Zint, ein Hamburger Original. Was ist denn aus dem Auto geworden?
Das habe ich ein paar Jahre lang gefahren und es hat mir viel Glück gebracht, weil ich hatte einen Kassettenrekorder drin, was kaum noch jemand hatte. Mhm. Jim Morrison zum Beispiel wollte nie in seinen Mercedes mit Chauffeur steigen. Der stieg immer hinten bei mir ein. Mhm. Nur habe ich einmal den Fehler gemacht und eine Doors-Kassette reingeschoben. Da brüllte er von der Rückbank, ich soll diese Scheißmusik aufmachen. Die könnte er nicht ausstehen. Mhm. Konnte ich aber verstehen, hatte ich auf Tag und Nacht gehört. Man hat ja wahrscheinlich dann unterschiedliche Begegnungen, wenn man so diese großen Stars dann trifft. Da gibt es die einen, die sind ganz nett und umgänglich und andere sind vielleicht etwas kapriziöser. Ja, wer war so einer der nettesten, den Sie getroffen haben? Ach, es gibt einige, mit denen ich bis heute gut befreundet bin. Und die ganz Großen, die sind alle sowieso nett. Die haben es nicht mehr nötig. Die Kleinen, die groß werden wollen, die können oft garstig sein. Ja. Aber ich habe mit Mario Adorf gearbeitet, ein wunderbarer Kumpel. Mhm. Ich bin bis heute mit Eric Burdon befreundet und mit Spencer Davis. Mhm. Also das sind Leute, die haben sich nie verändert. Die sind straight und korrekt geblieben und mit denen habe ich auch nie Probleme. Sehr gut. So, 800 Euro sind es geworden. Was passiert damit? Das geht zur Hälfte an Kaffee mit Herz, das ich mitgegründet habe. Das ist eine Obdachlosenstätte, wo die sich pflegen können, essen können, kriegen dort ärztliche Versorgung. Die andere Hälfte gehen an ein paar Obdachlose, die ich persönlich kenne, die vor meinem Museum sitzen. Die werden sich darüber freuen. Sehr gut. Also, herzlichen Glückwunsch, Günter Zint. Zu 800 Euro. Vielen Dank für die tolle Geschichte und danke für den Besuch. Dankeschön. Alles Gute. Ja, was eine tolle Geschichte, super, oder? Toller Gast. Super, toller Gast. Ja, eine Hamburger Geschichte. Ja. So, jetzt wirst du gleich als Erster die Fragen stellen. Ja. Unserem nächsten Gast. Und das ist Lutz aus Berlin. Herzlich willkommen. Hi Nachname. Bitte? Hi Nachname. Hallo Lutz. Politik? So, Lutz hat es sich bequem gemacht. Und meine Damen und Herren zu Hause, bitteschön, hier ist die Geschichte von Lutz. Hey, hey. Das war nicht sehr überzeugend, meine Damen und Herren. Das ist was mit Respekt. Respekt, was war Respekt? Oh, ja. Hubertus beginnt. Ja. Und der Ratehinweis lautet, wer Lutz gut zuhört, wird Peter Zwegert nie persönlich kennenlernen. Sehr geil. Ich hoffe, Hubertus, alle handelnden Personen sind dir bekannt. Durchaus. Ja, dann bitte schön deine Fragen. Hat Kai Pflaume Ihren Nachnamen bewusst weggelassen? Nein. Wenn ich Ihnen lange zuhöre, werde ich reich? Nein. Suchen wir nach Ihrem Beruf? Ja. Sind Sie Akademiker? Haben Sie studiert? Ja. Gut, ja. Gehe ich zu Ihnen in eine Praxis? Nein. Kommen Sie zu mir nach Hause? Nein. Wir treffen uns an einem dritten Ort? Ja. Oder treffen wir uns gar nicht? Wir treffen uns an einem dritten Ort. geht es mir danach besser? Ich hoffe. Berühren Sie mich, wenn ich Sie treffe? Nein. Es ist ein Heilberuf, das ist die Frage. Nein. Nein. Berühren Sie mich! Ja, ja. Den mag ich mal. Berühren Sie mich einfach. Auf persönlichem Wunsch würde er vielleicht auch. Man trifft sich an einem dritten Ort. So, Stefanie, die ersten 200 Euro sind auf der hohen Kante, Lutz. Also, Sie haben einen Beruf, um zu verhindern, dass andere in die Schulden geraten? Nein. Nein. Sind Sie selber aus den Schulden rausgekommen? Hatten Sie je Schulden? Sehr persönliche Frage. Sehr privat. Sind Sie plötzlich reich geworden? Bitte? Sind Sie plötzlich reich geworden mit etwas, Nein. was Sie erfunden haben? Man bezahlt Sie für das, was Sie tun? Ja. Kann jeder zu Ihnen kommen oder nur Menschen? Nein, ohne nur. Was habe ich gefragt? Ich habe mir nie zugehört. Also man bezahlt dafür, wenn man Geldprobleme hat? Nein. Wenn man ein Geschäftskonzept haben möchte, hat. Was frage ich eigentlich? Ich komme überhaupt nicht weiter. Aber es war sehr sympathisch. Wir haben nichts. Wir haben noch nichts. Wir haben noch gar nichts. 400. Hallo Lutz. Hat Ihr Beruf mit Geld zu tun? Ja.
Gut, dann sind wir jetzt ein wenig weiter. helfen Sie Leute, die Schulden haben? Nein. Vermehren Sie Geld? Nein. Sind Sie Banker? Nein. Das wäre ja toll. Ja, kaum zu glauben. Kaum zu glauben. Okay. zu Ihnen kommen Menschen, also keine Menschen, die Schulden haben. Kommen zu Ihnen Menschen, die eine Geschäftsidee haben? Nein. Kommen Männer zu Ihnen? Ja. Kommen Frauen zu Ihnen? Ja. Ist also geschlechtsunabhängig. Ja. Jetzt fragt, ob er sie anfasst. Manchmal haben die auch ihre Haustiere dabei. So, 600 Euro. Der Ball liegt auf dem Elfmeterpunkt, mein Lieber. Ja, der leider in der falschen Hälfte. Ich muss noch einmal, quer über den Platz. Also bündel das noch mal, was an Informationen fallen. Ich bündel das noch mal. Also, Sie haben mit Geld zu tun. Ja. Sie beraten Menschen. Ja. Und jetzt ist die Frage, welche Art von Menschen Sie beraten. Ja. Sind das Menschen mit einem besonderen Beruf? Nein. Mit einer besonderen Vermögensart? Ja. Jo. Also, die besonders reich sind? Ja. Sie beraten extrem Reiche? Sie beraten eine bestimmte Person, die wir suchen? Ja. Wir suchen eine berühmte, eine bekannte Person. Nein, nicht eine Person, eine bestimmte Art. Sie beraten bestimmte Personen. Ich weiß es! Was? Wirklich? Du musst dich aber noch zurückhalten. Sind das Adlige? Nein. Prominente? Nein. Sind es besondere Personen? Ja. Ja. Werden wir mal Ja haben. Alles. Ja, logisch. Nein, das sind Leute, die im Lotto gewonnen haben. Ah. Leute, die im Lotto gewonnen haben. Das wäre spektakulär. Oder Finanzberater. Ja, da gibt es nicht so viele. Nein, Leute, die plötzlich. Die werden aber alle ganz traurig. Ja, ja, natürlich. Aber nicht, natürlich. Die werden alle Leute, traurig. Die im Lotto gewinnen, die haben extra. Traurig. Genau. Und weißt du, ich glaube, ich habe ihn schon mal gesehen. Er ist ich glaube, ich habe ihn schon mal gesehen. Hast du schon mal im Lotto gewonnen? Ja, der saß bei mir am Tisch. Hast du im Lotto gewonnen? Hast du im Lotto gewonnen? Ja, aber. Saß er. Ich hab ihm nicht zugehört, aber Zwegert, den kenne ich gut. Lotto. Also ich versuch mal. Doch, da war also eine Doku, ein Bericht oder sowas. Ich kann mich erst nicht mit der Feder... Gehört zur Westdeutschen Lotto-Gesellschaft. Los, nicht mit der Feder von Jörg. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Also, aber ich sage, ich verlängere das. Ich sage, ich weiß durch eine eindrucksvolle Reportage, dass Lottogewinner, nachdem sie eine Million gewonnen haben, alle traurig, melancholisch werden und ihre Freunde verlieren. Also er ist eigentlich gar kein Bankberater, er ist ein Seelentröster, er ist ein Pfarrer. Er sagt zu den Leuten, du arme Sau. Hast jetzt die 40 du Millionen. Hast jetzt ich möchte in deiner Haut nicht stecken. Nein, das tut er nicht, Stefanie. Ja, also... Jörg macht ja seins gleich. Nein, nimm ruhig. Doch, nee. Ach, ich weiß nicht, vielleicht berät er auch so die reichen Fußballer, wie sie mit ihrem Geld cleverer umgehen prominent. Als... Wäre wahrscheinlich auch eine gute Geschäftsidee, aber tut er nicht. So, jetzt Jörg. So, jetzt sag's noch mal. Jetzt. Ey, Lutz, wenn du so guckst, ja? Trau dich, Jörg. Dann ist es nicht. Also, Sie sind der von der Lottozentrale, der die neuen Millionäre berät, damit sie mit dem Geld glücklich werden, was sie gewonnen haben, und nicht hinterher bei Peter Zwegert landen, weil das gesamte Geld ausgegeben wurde. Genau, genau so ist es! Yeah. Ja, natürlich. Ja. Den berät er. Aber ewig gedauert hier. Ja. Ah. Wirklich ganz offiziell und von Amts wegen Berater für frisch gebackene Lotto-Millionäre, was es nicht alles für schöne Berufe gibt. Wer sich in Berlin vor Lutz Trabalskis Schreibtisch setzt, muss sich erstmal keine Sorgen mehr machen. Zumindest nicht ums Geld. Ich bin Gewinnerberater für frisch gebackene Lotto-Millionäre. Ich wär so gerne Millionen Spieler träumen Woche für Woche vom Knacken des Jackpots und hoffen auf das ganz große Geld. Die ersten Reaktionen sind, wenn die Gewinner zu uns ins Haus kommen, dass sie sehr euphorisch sind. Sie sind natürlich total glücklich und bedenken an der Stelle gar nicht, was danach auf sie zukommt. Und das ist so ein bisschen unsere Aufgabe, speziell meine Aufgabe, die Gewinner ein bisschen zu erden. Ich brauche keine Millionen. Sein Büro liegt direkt am Berliner Kudamm und die Geschäfte drumherum profitieren durchaus von seinem solventen Kundenverkehr.
Also es ist manchmal wirklich so, dass Frauen eher zum Juwelier oder in den Schuhladen gehen als erstes und die Männer eher zum Autohändler. Ihr Lottoberater hält sie davon nicht ab. Er gibt ihnen eher praktische Tipps. Wir raten, dass sie auf jeden Fall Stillschweigen bewahren, auch im Familienkreis. Nicht gleich den Job kündigen und sich gut überlegen, wie man das Geld investiert. Zu gerne würde Lutz schon mal auf der anderen Seite des Schreibtisches Platz nehmen. Seit 30 Jahren spielt er regelmäßig Lotto. Wenn ich selber Lottomillionär werden würde, würde ich natürlich meinen Ratschlag befolgen und nicht sofort kündigen. Aber mittelfristig könnte ich mir natürlich schon vorstellen, etwas anderes zu machen. Kündigen muss er ja auch noch nicht. Sein höchster Gewinn bisher? 60 Euro. Und ist das verpflichtend? Also muss man das machen, wenn man im Lotto gewonnen hat? Nein, das muss man nicht. Also es gibt ein paar Formalien, die wir abwickeln, aber ansonsten ist es nicht verpflichtend. Mhm. Spielt von euch jemand Lotto? Ja, klar. Ja, schon mal was, also schon mal mehr als 60 Euro gewonnen? Ja, natürlich. Ja? Ich weiß ja, welche Zahlen kommen. 123,80 war das höchste. Oha. Ja. Ja. Da war eine Tippgemeinschaft aber ja, wahrscheinlich. Ja. Davon habe ich ein paar Monate weitergespielt und dann waren die auch wieder weg. Also in der Summe bin ich in den Miesen. Sagen Sie doch mal die Wahrscheinlichkeit, eine Million zu gewinnen, also prozentual unter den. Was sagt man? 1 zu 140 Millionen, oder? Ist beim Lotto 6 richtig mit Superzahl. Es existiert immer so diese Mehr, dass die Leute erzählen, ja, es ist wahrscheinlicher in Deutschland von einem Blitz erschlagen zu werden, als im Lotto zu gewinnen. Das stimmt aber gar nicht. Es gibt wesentlich mehr Lottomillionäre pro Jahr als Leute, die vom Blitz erschlagen werden. Wie viele gibt es denn mehr? Das ist doch eine gute Nachricht. Das ist doch mal eine gute Nachricht. Ja, die Frage ist gut. Wie viele gibt es denn im Jahr, wie viele Lottomillionäre? Oh, das schwankt natürlich, weil es ist ein Glücksspiel. Aber es gibt schon so 30 bis 50 haben wir schon im Jahr. Echt? Ja, also es sind schon eine Menge, die natürlich nicht nur Lotto, sondern auch noch andere Glücksspiele spielen. Okay, kann ich euch noch schnell meinen liebsten Lottowitz erzählen? Gerne. Ja, der Mann gewinnt die Million im Lotto und ruft seine Frau zu Hause an und sagt, Schatz, ich habe im Lotto gewonnen, pack die Koffer. Sagt sie, mehr Sommer- oder mehr Wintersachen? Sagt er, ist mir scheißegal, Hauptsache ist weg, wenn ich heimkomme. So, lieber Lutz, es sind 800 Euro geworden. Es ist keine Lottomillion, aber es ist ein stattlicher Gewinn. Dank. Vielen Dank für den Besuch und viel Erfolg weiterhin. Ja, Dankeschön. Lutz aus Berlin. Ihr wisst, Glück im Spiel, Pech in der Liebe. Also, grämt euch nicht, wenn ihr noch nicht im Lotto gewonnen habt. Nein. Ja? So, unsere nächsten beiden Gäste, apropos Glück in der Liebe, schaut sie euch an. Hier sind Simone und Achim aus Wehrheim in Hessen. Herzlich willkommen. Achim, schön, dass ihr da seid. Natürlich eine unglaubliche Geschichte, die beiden mitgebracht haben. Ja. Frivol ist es. Es hat was Frivoles. Da kommt man nicht drauf. Ja. Stefanie beginnt und der Ratehinweis lautet: Wer hat von meinem Tellerchen gegessen? Simone, Achim, Stefanie und die Zeit läuft. Sie haben was gegessen. Nein. Hat man Ihnen etwas weggenommen? Nein. Ja, ich habe ein Tellerchen gegessen. Du hast. Hat das was mit einem Märchen zu tun? Nein. Ist noch eine dritte Person involviert? Nein. Ist es, was Sie regelmäßig tun? Nein. Ein Ereignis? Etwas Positives? Ja. Ja. Ihnen ist etwas, ein Glücksumstand? Nein. Hat es was mit einem Gegenstand zu tun? Ja. Sie sind nicht. Ja. Es hat was mit einem Gegenstand zu tun? Ja. Den Sie wiedergefunden haben? Nein. Den Sie geschenkt bekommen haben? Nein. Gefunden haben? Nein. Ein Wert teuer? Ja. Boah. Ja. Ja. Hat schon Wert, oder? Ja, absolut. Die Verwandten sind überhaupt. Deswegen freuen Sie sich auch über die 200 Euro jetzt schon mal.
So, Jörg, du bist dran. So, ich versuch's mal von vorne. Simone und Achim, Sie sind ein Paar? Ja. Verheiratet? Nein. Ah, ja, das, was wir suchen, hat das mit Ihrer Kennenlerngeschichte zu tun? Nein. Schade. Wer hat von meinem Tellerchen, das sind ja Schneewittchen, die sieben Zwerge. Hat das was mit Zwergen zu tun? Nein. Mit Schneewittchen? Nein. Mit einem Spiegel? Nein. Mit einem Apfel? Nein. Hat also mit dem Märchen gar nichts zu tun? Nein. Scheiß Hinweis. Gut. so. das ist ein einziges Mal passiert. Ja. Könnte das wiederholt werden? Ja. Ja. Wäre das schön, wenn das nochmal passiert? Ja. Oh, hat das mit Ihren Kindern zu tun? Nein. Hat das mit Sex zu tun? Nein. Jetzt wirst du wohl. Also nicht nur um das wieder in die Bahn zu lenken. Ne? Es ist weniger ein Ereignis, mehr ein Umstand. Also, suchen wir ein Hobby? Nein. Nein. Geht es um Ihr Privatleben? Ja. Ja. Wie Sie leben? Ja. Eine Besonderheit in Ihrem Alltag? Ja. Haben Sie nur einen Teller zu Hause? Nein. Geht es darum, wie Sie zu Hause leben? Ja. Eine Besonderheit. Haben Sie etwas Besonderes zu Hause? Ja. Ist es ein Geschirr, ein Küchengegner? Nein. Hat das etwas mit Essen zu tun? Nein. Hat das... Okay. Sie haben etwas zu Hause, was nicht mit Essen zu tun hat. Was kann das sein? Ich frage mal, Schlafzimmer? Ja. Ist es generell zu Hause? Also kein Gegenstand, den man in einem bestimmten Raum hat? Ja. Haben Sie ein sehr kleines Haus? Ha, ich hab's! Ja. Ja, haben Sie? Kleines Haus. Und der Hubertus? Ja, jetzt. Also. Ja, ich. Sie leben in einem bestimmten Umstand. Ist es, um den Ball aufzunehmen, wohnen Sie in einem sehr kleinen Haus? Ja. Ja. Im kleinsten Haus Deutschlands. Jawohl, das ist richtig! Hubertus! Simone und Achim wohnen im kleinsten freistehenden Haus Deutschlands, das gerade mal 14 Quadratmeter groß ist. Die alte Oper Frankfurt. Fassungsvermögen 3200 Menschen. Die perfekte Adresse für einen Architekten mit Anspruch? Nein. Lieber das hier. Ein als Oper verkleidetes Trafohäuschen in Oberursel. Fassungsvermögen gerade mal 2 Menschen. Wir wohnen hier im kleinsten freistehenden Haus Deutschlands. Auf einer Wohnfläche von 14 Quadratmetern auf 3 Etagen. 7 Quadratmeter pro Person. Das ist weniger, als die Zwingerhaltung für größere Hunde vorsieht. Doch Achim Schollenberger aus Wehrheim hat daraus eine Luxusvilla gemacht. Klein, aber oho. Zum Glück passt unser Team gerade noch so mit rein. Hier im Erdgeschoss haben wir den Koch-, Ess- und Wohnbereich, Größe 6 Quadratmeter. Und hier ist der Wohnbereich, 4,5 Quadratmeter, und der Spa-Bereich hat 1,5 Quadratmeter. Und hier sind wir im Schlafbereich bei 2 Quadratmetern. Aber warum so klein? Als Architekt hat mich das schon immer gereizt, auf minimaler Fläche eine maximale Wohnnutzung hinzukriegen. Ich baue ein Schloss. Den Umbau hat der Architekt selbst gemacht. Freundin Simone hätte ja gerne geholfen. Aber wie Sie hier sehen, es ist so klein, da konnte immer nur einer arbeiten. Mit 2 Stück wäre das die Katastrophe hier gewesen. Nach 4 Jahren ist das Liebesnest fertig. Und wenn Ihnen am Wochenende doch mal die Decke auf den Kopf fällt, kein Drama, dann gehen Sie einfach zum großen Original. Achim, wie lange habt ihr nach einem geeigneten Objekt gesucht? Wir haben uns etliche angeschaut und das war das Objekt, was dann letztlich zum Umbau in Frage kam. Und Klamotten und sowas? Ich meine, das ist gar kein Platz für... Doch, wir haben Schränke. Schränke? Ja, haben wir auch drin. Die stehen aber draußen. Die haben noch eine 600 Quadratmeter Garage. Und da, nein, das, die Tiefgarage für ein Bentley. Die Tiefgarage. Ja. Ihre Nebenkosten sind dann aber recht günstig, würde ich mal vermuten. Bitte? Die Nebenkosten, was Heizen und so angeht. Die Nebenkosten sind so günstig, wir haben den Grundbesitzabgabenbescheid bekommen.
der liegt bei 2,08 Euro. Das ist sehr schön, ganz sehr wunderbar. Viel Spaß mit dem Geld. Da sind ein paar Jahre Grundbesitzabgabe drin. Wir sind jetzt frei. Ja, alles Gute für euch. Dankeschön. Simone und Achim. Danke. Hat seine persönlichen Träume und zum Glück leben viele Menschen eben auch ihre Träume. So, jetzt freut euch auf die Geschichte unserer nächsten beiden Gäste. Herzlich willkommen, Kalle und Karl-Heinz Mehr. Hallo. Hallo. Herzlich willkommen. Baumstamm von Norwegen nach Israel. Beiden kommen aus Bremerhaven. No? Und... mehr verraten wir jetzt nicht. Schade. Achtung. Oh, das hat wehgetan. Also ganz ehrlich, da hat irgendwie... die Hälfte hat es jetzt noch nicht verstanden. Ja. So, Jörg beginnt. Gerne. Ja. Und der Ratehinweis zur Geschichte von Kalle und Karl-Heinz lautet: abgebrannt und fern der Heimat. Hm? Oh, da gibt es Applaus für. Oh. 45 Sekunden laufen ab jetzt. Ist es ein Ereignis, das wir suchen? Ja. Das ist also einmal passiert? Ja. Hat es mit einem Feuer zu tun? Ja. Im Ausland? Ja. Jo. Gut. Sie waren im Urlaub? Boah. Ja. Ja. In Europa? Ja. In... Hallo! Ja. In Europa? Nein. Südamerika? Nein. Australien? Nein. Asien? Nein. Hä? Afrika. Nordafrika? Hm? Afrika? Nein. Antarktis? Nein. Arktis? Nein. Nein. Gut, aber es war auf unserer Erde. Ja. Gut, was fehlt noch? Nordeuropa? Hm? Nein. Sie wollen Geld verdienen. Die Antwort ist lange. So, Bernhard. So, ich kläre jetzt mal das. Seid ihr verwandt? Ja. Vater und Sohn? Ich hoffe doch. Bruder und Schwester? Vater und Sohn. So, habt ihr das gemeinsam erlebt? Ja. Wart ihr mit einem Schiff unterwegs? Ja. Hat das Schiff gebrannt? Ja. Das Schiff ist immer noch da, wo es gebrannt hat. Und ihr seid wieder zurück. Etwas tiefer. Das Schiff ist versunken. Ja. Das heißt, ihr beide habt einen Schiffsbrand überlebt. Ja. Jetzt, was wollen wir denn jetzt rauskriegen? Wo das war? Ah. Oder warum? Also wo das war? Auf dem Wasser. Ja. Verrückt. Hammer. Hammer. Atlantik, Pazifik, Indischer Ozean, waren ja dabei. Nochmal von vorne. Atlantik? Ja. Ja. Gut. Atlantik, ja. Schiff, die haben einen Schiffsbrand auf dem Atlantik überlebt. Also, und wir suchen jetzt nach der spektakulären Rettung. Auch? Und auch, wo es war. Also, Sie sind mitten auf dem Atlantik, zwischen halber Strecke zwischen Europa und New York. Kürzer vor. Also, wir brauchen nicht die Koordinaten. Nein. Auf jeden Fall sind Sie gerettet worden, weil die Queen Mary kam genau in dem Moment vorbei, als sie brannte. Frag doch! Ich hätte gerne ein Schiff gesehen, aber nein. Also, Sie haben beide geschwommen. Also, das Schiff war weg und Sie mussten beide schwimmen. Nein. Sie wurden gerettet, kurz bevor das Schiff unterging? Nein. Sie wurden gar nicht gerettet. Und wenig hier. Sie haben, was kann ich denn fragen, Mensch? Also, wonach suchen wir denn? Nach Hause gefahren. Nach Hause. Nach Hause gefahren. Ja, die sind... ja, ja. Die sind allein nach Hause gefahren. Stefanie. Okay. Haben Sie diesen Brand verschuldet? Nein. Okay, wie wurden Sie gerettet? Wurden Sie aus der Luft gerettet? Ja. Okay, ein Hubschrauber hat Sie gesehen und hochgezogen? Nein. Ein Flugzeug? Gesehen und... ja, also ein Flugzeug hat schon eine Rolle gespielt. Waren noch andere Menschen mit im Wasser? Sie waren im Wasser? Mit Rettungsweste? Nein, also haben Sie vorhin schon gesagt, Sie waren im Boot.
Naja, meine ich ja. Okay. Logisch, waren wir beim Wasser. Waren aber im Wasser. Ja, ja. Auf dem Schiff oder auf dem Boot. Weiter. Ja, Flugzeug hat sie gesehen, hat da ein Seil abgelassen und sie dann hochgezogen. Naja, also hat alles eine Rolle gespielt, aber... Weil du gesagt hast, wie sie gerettet wurde. Ja. Also wir sind dabei kaum zu glauben. Ja, ein Wasserflugzeug. Ein Wasserflugzeug ist in letzter Sekunde gekommen, mit Kufen und ist gelandet und hat bei der... Oder ein denkt groß, denkt spektakulär. Ein Hai, es hat sie ein Hai gerettet. Aber die Frage ist, wo? Also ja. Wo war das? War das vielleicht eine berühmte, Persönlichkeit? Ist gerettet worden von... Und dann war es halt ein Prominenter hat ein sie Prominenter gerettet. Und sind gerettet worden von Vicky Leandros. Wer fliegt stieg aus irgendwie in der Nähe von irgendeinem Vicky Leandros kam mit einem Paddelboot. Aber wer fliegt denn? Jörg. Gut. Jeder hat noch einen Tipp. Es war tatsächlich auf dem Atlantik zwischen oder sagen wir mal, es war im Grunde genommen Ausläufer der Nordsee hin zum Atlantik. Also die Nordsee ist ja schon Atlantik, für die es nicht wissen, man nennt sie nur Nordsee, weil es ein Teil des Atlantiks ist. Ganz nah dran. Ich glaube auch. Ist ganz klar. So, und es war im Grunde genommen zwischen hier und da. Und da kam plötzlich tatsächlich Stefan Raab mit seinem Wasserflugzeug und hat sie von ihrem brennenden Schiff gerettet. Deshalb sind sie... Keine Ahnung. Bernhard. So, es muss ja ein besonderer Punkt auf dem Atlantik gewesen sein, den wir suchen. Deshalb zwei Vorschläge, wovon ich nur einen nehmen darf, glaube ich. Es war der... vom Land am weitesten entfernte Punkt auf dem Atlantik, geografisch, wo sie dieses Unglück hatten und hatten trotzdem Glück, dass sie gerettet wurden, weil Flugzeuge oder sie da halt gesehen worden sind. Hört sich gut an, aber passt nicht. Was sie müssen auch ein bisschen kooperativ sein hier. Also ich sage spektakulär, sie sind ohnmächtig geworden auf dem Schiff infolge der Gase, infolge des Brandes. Und sind aber wach geworden an der Küste von Island. Naja, Moment, doch, das kann Strömung. Ja sein. Die Strömung Islands ist eine doch bekannte, ist eine sehr sehenswerte Insel. Und sie guckten hoch und über ihnen stand ein netter Isländer mit einem kleinen Schnapsgläschen. Und sie haben dann gesagt... Wäre gut gewesen, aber... Hätten wir gern gehabt. Ne? Hätte da genommen, ne? Oh, nee. Stefanie, was kann es noch sein? Diese Schadenfreude. Entweder hat sie ein Riesentier gerettet, ein Wal oder vielleicht auch ein kleiner Delfin. Oder jemand Politisches saß in dem Flieger. Jemand Politisches? Oh. Ja, weiß ich nicht. Die Person, eine prominente Person. Politiker, genau. Politiker. Ja. Nee, da wart ihr vorhin schon mal näher dran. Aber nee, leider nicht. Gut. Keine prominente Person. Und damit möchte ich der Vollständigkeit halber sagen, herzlichen Glückwunsch zu 1.000 Euro. Hallo und Karl-Heinz. Und das ist in diesem Falle durchaus auch ein bisschen Schmerzensgeld. Und das hat nichts mit euch zu tun. Ja, die beiden hatten ein Schiffsunglück, ja, im Bermuda-Dreieck. Da hat nämlich ihr Schiff gebrannt. Und sie wurden dann von der US-Luftwaffe gerettet. Spektakulär. Ihr Nachname ist Meer und ihre Heimat auch. Vater Karl-Heinz und Sohn Kalle aus Bremerhaven stechen gern eifrig und besonnen in See. Doch am 7. Juli 2017 verlässt sie ihr Glück und sie steuern im Bermuda-Dreieck auf Katastrophenkurs. Ihr Segelboot explodiert und sinkt. Es war alles voller Qualm, es ging nichts. Total schwarzer Rauch, total schwarzer Qualm, man konnte nichts mehr sehen. Das Unglück passiert, als die erfahrenen Segler das neu erworbene Schiff des Juniors im Panamakanal abholen. Damit soll es quer über den Atlantik nach Deutschland zurückgehen. Eigentlich. Der Motor, der hörte sich irgendwie anders an. Ganz komisch. Brrrr. Der Motor fängt an zu stottern. Karl-Heinz Senior schaltet ihn sofort aus. Unter Deck öffnet Kalle die Luke zum Maschinenraum. In dem Moment explodiert der gerade erst reparierte Motor. Da gibt es eine Verpuffung. Wow. Ich habe nur mit einem Auge gesehen, wie der auf den Rücken geflogen ist. Und sofort Qualm überall. Es folgen dramatische Stunden. Die beiden Seemänner schaffen es in letzter Minute samt Satellitentelefon in die Rettungsinsel. Der Sohn mit lebensgefährlichen Verbrennungen an den Beinen. Als dann das Adrenalin nachgelassen hat, dann kamen die Schmerzen. Aber was für Schmerzen? Die Schmerzschreie.
Die höre ich heute noch. Ein Tanker kommt in greifbare Nähe, versucht 2 Stunden erfolglos an die kleine Rettungsinsel ranzukommen. Plötzlich tauchen Rettungsflieger der US Navy auf und retten in einer beispiellosen Hilfsaktion den Meers das Leben. Ja, ich würde sagen, ich habe 2-mal Geburtstag. Ja, am 7.7.2017 bin ich noch mal neu geboren. Die Meermänner sind mit Schrecken und dem Leben noch mal davongekommen. Unser Name ist Meer. Und unser Name ist Programm. Und heute, kaum zu glauben, gehen sie trotzdem weiterhin gerne an Bord. Ich habe jetzt gerade noch mal gedacht, die US Navy, also die Luftwaffe war es ja in dem Falle, die Air Force. Das war eine Spezialeinheit gewesen. Wir hatten auch so viel Glück gehabt noch, dass diese Spezialeinheit, die heißt Guardian Angel, da sind die Amerikaner auch sehr stolz drauf, die sind eigentlich dafür da, um die eigenen Kameraden, die verwundeten Kameraden hinter feindlichen Linien zu retten. Mhm. Die waren gerade erst wieder in Amerika zurück, hatten gerade Urlaub. Mhm. Und der Colonel hatte dann eine Entscheidung zu treffen. Und weil für die Küstenwache waren wir zu weit draußen. Mhm. Die konnte uns nicht helfen. Und da ich schwer verletzt war, brauchte ich Soforthilfe. Mhm. Und dann haben sie die Air Force gefragt. Und die haben sich dann bereit erklärt, beziehungsweise haben Freiwillige gesucht. Mhm. Und an dieser Aktion, das kam ja, hat man mir hinterher erst mitgeteilt, waren 88 Soldaten daran beteiligt mit über 900 Mannstunden, 4 mhm. Helikopter, mhm. 2 Tankflugzeuge, 5 Fallschirmspringer mhm. und dann die Nord Nightingale, der Tanker, der umgeleitet wurde. Mhm. Also war schon eine riesenspektakuläre Aktion. Mhm. Und die wurde mhm. am 26. Januar noch in Hamburg von der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger mhm. mit der Goldenen Rettermedaille am Bande ausgezeichnet. Super Geschichte. Ja. Also Glück im Unglück gehabt. Wahnsinn, ja. Ja. Und eigentlich schreit das danach, ist ja fast Stoff für einen Spielfilm, oder? Ja. Hier, der Produzent hat schon ganz genau... Ein teurer Spielfilm. Teurer Spielfilm, auf jeden Fall. Also in Amerika ist er drauf und runter gegangen in den Nachrichten. Glaub ich. Man hat mir nahegelegt, ich sollte ein Buch schreiben. Ja. Aber wie viel Nur Zeit... Schriftsteller bin ich halt nicht. Was mich interessiert, wie viel Zeit ist vergangen zwischen dem Unfall und dem Moment, wo Sie wussten, uns wird geholfen? 9 Stunden. Das heißt, 9 Stunden oh. war völlig... Ja. Karl-Heinz, wie viele Gebete schon seitdem zum Himmel geschickt? Ich muss eins sagen, als ich an der Rettungsinsel saß, ich habe ja schon mit 18 geheiratet damals, weil ich das wollte. Meine Frau war 16, mhm. weil ich dachte, ich liebe die. Mhm. Mein Vater sagte, du weißt ja gar nicht, was Liebe ist. Ja. Mhm. Aber trotzdem unterschrieben, dass ich heiraten durfte. Mhm. Aber als das passiert, weil ich saß in der Rettungsinsel, da habe ich gewusst, dass es Liebe ist. Mhm. Da kommt alles wie das ganze Leben. Mhm. Kommt alles wieder raus. Mhm. Das Gute, warum wir heute auch so befreit darüber reden können, ist, dass es ja alles positiv ausgegangen ist. Ja, das ja. haben wir gerade gehört, Kalle. Und ich freue mich für euch beide wirklich sehr, dass es 1.000 Euro geworden sind. Ja? Und ich hatte vorhin gesagt, ein bisschen Schmerzensgeld ist es dabei. Aber ja, da muss ich was zu sagen. Also die wissen auch schon, wie wir sie einsetzen. Yeah. Mein Vater möchte gerne noch mal mit dem Segelschiff nach Cap Canaveral segeln. Mhm. Da ist die Einheit der US Air Force und will sich dann noch mal vor Ort persönlich bedanken. Okay, vielleicht vorher einen neuen Motor kaufen. Ja, ja? Absolut. Kalle, herzlichen Dank. Karl-Heinz, alles Gute bei allen Unternehmungen. Und bitte immer gesund bleiben jetzt. Ja? Dankeschön für euren Besuch. Bleibt sitzen. Ja, das war kaum zu glauben für heute. Mit einem emotionalen Ende und mit einem tollen Rateteam. Vielen Dank an Bernhard Hoecker, Hubertus Meyer-Burkhardt, Stefanie Stumm und Jörg Pilawa. Einen schönen Abend noch. Danke, dass Sie wieder mit dabei sind. Wir sehen uns definitiv wieder. Haben Sie einen schönen Sonntagabend, einen guten Start in die neue Woche. Tschüss.